Hallo Leute, eigentlich wollte ich ja heute ein cooles Video machen, wie wir uns ein Auto kaufen. Denn wir haben ein richtig cooles Auto gefunden, das scheint soweit auch alles okay zu sein, das wollten wir uns heute noch mal angucken. Aber das Problem ist, dass der Besitzer mit dem Auto heute auf Fraser Island ist. Und wir wissen nicht genau, wann er wiederkommt. Er hat nur gesagt, dass er heute wiederkommt und ich habe ihm geschrieben und versucht anzurufen, aber er meldet sich noch nicht. Ich nehme an, er ist noch auf Fraser Island und da hast du halt keinen Empfang mit dem Handy. Und jetzt warten wir hier auf diesem Free-Parkplatz, wo wir schon 3 Nächte geschlafen haben, als wir hier in der Gegend waren. Wir sind nämlich jetzt wieder in Noosa. Wir sind heute den ganzen restlichen Weg gefahren und sind jetzt in 3 Tagen von Keynes oben bis nach Noosa runtergefahren. Und jetzt stehen wir hier und warten, dass der Typ sich endlich meldet. Und in der Zeit gucken wir YouTube. Ja geil, Leute. Also wir liegen schon wieder im Van, haben jetzt den ganzen Abend auf diesen Typen gewartet. Und wie sich rausgestellt hat, ist er erst um 7:15 von Fraser Island runter, hat uns dann geschrieben, aber jetzt haben wir uns für morgen verabredet und er kommt hierher uns auf diesem Platz besuchen und das ist auch schon mal super, denn dann müssen wir morgen nicht zu ihm fahren. Haben wir ein bisschen Sprit gespart und wenn das mit dem Auto passt, können wir es auch direkt zusammen ummelden fahren. Jetzt surfen wir noch ein bisschen, nutzen das Unlimited Data von Vodafone aus, so gut es eben noch geht, gucken ein bisschen YouTube. Haben wir ja auch sonst nicht, dass wir das machen können, weil wir müssen ja mal auf unseren Traffic achten. Und gleich snacken wir noch ein paar Käsewürfel und dann gehen wir ins Bett. Ich hoffe, dir hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, zeig es doch mal mit einem Däumchen. Ansonsten morgen wieder einschalten. Bis dann. Ciao.